meine Lieben, willkommen zurück zu Book Characters Out of the Book. Und dieses Mal fügen wir den letzten Buchcharakter hinzu, der in unsere Clique passt. Und zwar wurde also ich war sehr erstaunt, als ich diesen Charakter unter den Kommentaren gefunden habe. Und zwar ist das Leopold Marley aus der Edelstein-Trilogie, wieder von Kerstin Gier. Ja, also ich habe überhaupt nichts dagegen. Kerstin Gier ist meine Lieblingsbuchautorin, das ist ein bisschen mein Vorbild. Und ja, also gestalten wir doch unseren letzten Buchcharakter. Die Nase Scheiben. Und es ist ein Mann. Ein ziemlich tollpatschiger Mann. Wieso Baby? The Baby Ho. Ja, er hat mehr eine klingende Stimme. What a shoots day. Obwohl ich ihn nicht gehört habe. Nip not Rancho Loy. Ha, Barner's a Torg. Oh, the Torg. Ribosa Ishe. Ja. Voilà. Was ist denn sein Begehr? Ja, er ist ja ein bisschen der Tollpatsch. Und wird öfters rot. Also ein Tollpatschi. Was ist er denn noch? Er ist gut. Er ist leicht unterzukriegen. Ist jetzt noch schwierig, ja. Ändern wir mal den Namen. So, Leopold Marley. Voilà. Vielleicht ist es ja einfach mal Karriere zu machen. Wäre vielleicht was. Herrenhaus Baron. Ja, reich werden. Geschäftstüchtig. Geschäftstüchtig, wir sehen es, verdient überdurchschnittlich gut. Ja, das ist nicht unbedingt eher. Obwohl ich mir. Ja, begabt. Ist er begabt? Nicht unbedingt ein Sammler. Das ist jetzt eigentlich noch ziemlich schwierig. Ist auch schon ein bisschen länger her, seit ich die Edelstein-Trilogie gelesen habe. Wir machen ein bisschen Er mag Science Fiction. Oder was noch besser zu ihm passt, ist so ein richtiger Musikliebhaber. Oder besser noch Kunst? Nee, ein bisschen den historischen Aspekt. Bücher bauen? Nee, er ist ja nicht unbedingt. Ja, er ist ja nicht chaotisch oder faul oder materialistisch. Ja, ich lasse ihn jetzt nochmal. Ich kann das ja anscheinend immer noch ändern, aber was könnte man da? Ist jetzt noch ziemlich schwierig. Was würdet ihr? Er ist ja nicht unbedingt böse, mich. Er ist ja auch eher ein feinfühliger Mensch. Er möchte alles sammeln, was die Welt zu bieten hat. Hm.
Liebe? Nee. Passt nicht so zu ihm. So. Ja, er könnte doch ein Maler werden. Er hat ein geheimes Verlangen, er will Maler werden. So, dann ist er ein ganz schlaksiger Typ. Also so stelle ich ihn mir zumindest vor. So. Clip by Yuba. Und kaum Muskeln. Whoa, ja. Und der Kopf sieht so riesig aus. Der Kopf ist so riesig. So ein kleinerer Kopf, ein bisschen kleinerer Hals. Ja. Einfach so ein dünner Mensch. Kann man die Hände eigentlich vergrößern? Nee. Weil bei mir sehen jetzt die Hände so total groß aus. Also. Ja, unser lieber Marley, der hat natürlich rote Haare, aber keinen Bart. Hat er ne? Ne, er hat auch keine Brille. Ja, er hat so ein Bubi-Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er so ein bisschen die gräulichen Augen hat. Wie sein Vorfahrer. Der hat doch, glaube ich, auch so stechende graue Augen. Ja, so ein feines Gesicht. So ein Milchgesicht, oder nicht? So. Ja, jetzt braucht er nur ein bisschen Löckchen. Wo haben wir denn ein Löckchen? Da. Haben wir noch andere Löckchen, Frisürchen? Nee. Doch, das könnte ja doch eigentlich sein. So. Ja, wie bist du denn angezogen? Bisschen unbeholfen, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Steht hier irgendwie nicht und irgendwie siehst du total komisch aus gerade. Ihm würde so ein Pulli passen. Oder? Apropos, jetzt fällt mir gerade ein. Ja, der gefällt mir. Ja, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Proportion. Ja, so eine Schlaghose. Und da hast du Pantoffeln an. Oh Gott, hier sind ein paar Stiefel. Ach, ich gebe dir jetzt einfach so einfache Turnschuhe. Übertreiben müssen wir es ja nicht, oder? Ja. Die können mir ihn doch während dem Schlafen gehen. Der ist der Einzige, der so rumläuft. Ich gebe ihm die, ich bin jetzt mal nicht. Ja, was mir noch einfällt, bei ihm. Ja, der Anzug muss weg. Das war noch die Aufgabe, genau. Weil er anscheinend nie einen Anzug anziehen würde. Dann kommt er eben in der Kriegeruniform. Oder? Obwohl, ich finde die nicht so unbedingt sexy. Und er ist ja mehr der sexy Typ da. Ja, Anzug. Ja. Zieh mir so eine Jacke an, vielleicht ein bisschen grau-schwarzen Ton. Und. Ja. Ja, die Jeans hier. Und dann vielleicht ein paar so Stiefel. Voilà. Ich hoffe, das ist jetzt besser.
Ja, es sieht halt wie ein Anzug aus, aber ich habe halt nur diese Möglichkeiten. Das geht leider nicht mehr. So, gehen wir zu unserem lieben Mali. Das ist ein totale... Oh Gott. Neben Kion und Finnick ist er total ärmlich. Ja, wer weiß. Vielleicht hat ja eine unserer Buchcharakterinnen ein Herz für ihn übrig. Oder etwas für ihn übrig. So, voilà. Ja. Du bist mehr so der Typ hier. Ein bisschen dunklere Farben. Ja, rosa. Nee, so helle Hosen. Ja, so Riesenfüße. Geht ja gar nicht so. Ich verpasse dir die, damit es ein bisschen so zum Buch passt. Voilà. Ja. Du, ich glaube nicht, dass du dazu befugt bist. Ja, das würde total passen, wenn er so eine richtige Charakterveränderung machen würde, so. Ja, passt doch viel besser. So die langen Hosen. Sieht total verbeult aus jetzt rollen. Richtig. Ja. Aber es sieht wahrscheinlich nur bei mir so aus. Voilà. Ja, wo haben wir denn die Pyjamas? Oh. Dorna. Du meinst, es sei. Ja, das sieht aus wie ein Bademantel. Das sieht alles aus wie ein Bademantel. Ja, du meinst, du könntest da die Ladies hier mit dem verführen, aber du hast die falschen Schuhe an. Und das ist viel... Ja, du bist doch mehr ein Nerd, würde ich doch sagen. Du versuchst dich zwar cool anzuziehen, aber das geht eigentlich deutlich nach hinten los. Ja, das ist gut. So, Hosen. Her mit den Hosen. Ach, sieht unser Leopold nicht sehr schick aus, hm? Ich frag mich, würdet ihr mit ihm ausgehen? Er hat ein bisschen ein komisches... Ja. Ah, für ihn gibt es leider keine Badesachen. Jetzt? Ja, er hat... Ach nee, das ist eine Kappe. Ich finde die zwar so schrecklich. Ach nee, nicht die Ohrenringe. Er trägt doch keine Ohrringe. Nee. Dann bitte. Ich mache ihn ein bisschen lächerlich, weil mir gefällt es eigentlich nicht. Mola, aber er ist so. Man sieht seine Rippen, das finde ich. Ach, ich habe Erbarmen, so. Sieh die an und. Geh weg. Nee, voilà. Ja, es sieht mir ein bisschen zu jugendhaft aus, obwohl ich nicht genau weiß, was für ein Typ er ist. Man könnte ihm ja so ein bisschen einen Anflug von der Bart geben. Ist ein bisschen männlicher, ne? Ein bisschen... Zaustere.
sehr, sehr hübsch. Ja. Ja, jetzt sieht er ein bisschen mehr aus wie ein Mann und nicht wie ein Bubi. So. Ja. Ich glaube, das war's auch schon wieder mit unserem lieben Mr. Marley. Und ja, falls euch noch etwas auffallen sollte, was mit den 5 Charakteren hier nicht stimmen könnte, falls es da irgendwelche Veränderungsvorschläge gibt, die berechtigt sind, damit sie besser dem Buch entsprechen und die es mir auch erlaubt, das zu tun, also dass ich auch hoffentlich die Möglichkeit habe, dies zu tun, weil ich habe ja momentan noch ziemlich wenig Auswahl an Kleider und das war ja nicht wie bei Sims 3, wo man die Kleider noch hinunterladen konnte. Das kann man vielleicht jetzt auch noch, aber ich weiß noch nicht wie. Muss ich auch noch herausfinden. Und es werden auch mit der Zeit immer neue Erweiterungspack hinzukommen. Ja. Wenn ihr eben noch weitere Vorschläge habt, wenn ihr jemanden aus einem Buch noch dabei haben sollt, der als Nachbar fungieren soll, dann schreibt es doch jeder zu jeder Zeit unten in die Videobeschreibung. Ich werde sie dann nach und nach mit einfügen. Und das nächste Mal, ja, wenn ich das, ich hoffe, ich habe das nächste Woche Zeit und kann die Zeit erübrigen, weil ich stehe momentan vor einer Aufnahmeprüfung und ich muss ganz viel lernen dafür. Ja. Und die will ich nicht verhauen und darum wird es da ein bisschen weniger Videos geben. Genau, ich wollte euch da schon ein bisschen vorwarnen. Aber das nächste Mal wollte ich eigentlich das Haus bauen. Genau, so eine richtige kleine, ein kleines Bücherschlösschen. Oder was es auch immer werden soll. Ein Bunkerwitz wahrscheinlich. Weil ich muss sehen, wie viel Zeit ich erübrigen kann. Oder ich lasse sie dann vorerst irgendwo anders einziehen und beschäftige mich mit dem Bauarbeiten, sobald ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!